Seit zwei Jahrzehnten ist die Druck und Form fester Bestandteil im Terminkalender der grafischen Industrie. Vom 8. bis 11. Oktober 2014 beginnt die Traditionsmesse in der Halle 6 der Messe Sinsheim ihr 20-jähriges Jubiläum. Die Druck und Form bietet der Branche nicht nur eine gute und verlässliche Plattform für Information, Beratung und Investitionen, sondern auch einen aktuellen Blick in die technologische Zukunft. Den Stellenwert der Druck und Form wissen Brancheninsider zu schätzen. Ja, die Messe ist letztendlich einer der letzten Messen in unserer Druckbranche. Wir haben die Drupa alle 4 Jahre nur, aber als jährliches Event ist die Messe Sinsheim auf jeden Fall sehr wichtig für uns, vor allen Dingen natürlich für den süddeutschen Raum. Mit dem Standort Sinsheim in dem Dreieck Nürnberg, Stuttgart, Frankfurt erreichen wir damit eine sehr große Zielgruppe. Die Druck und Form ist die einzige Druckfachmesse in Deutschland, die noch öffentlichen Zugang für alle grafischen Betriebe bietet. Wir waren aber insgesamt sehr zufrieden bisher mit dem Verlauf, weil am Donnerstag wirklich sehr, sehr viele Besucher gekommen sind und wir dieses Jahr auch auf jeden Fall der Meinung sind, dass es unserer Branche wieder besser geht. Es waren viele qualifizierte Besuche dabei. Und auch heute waren wir mit dem Verlauf des Tages wirklich zufrieden und hoffen natürlich, dass morgen am Samstag auch noch viele Kunden uns besuchen kommen und wir die hier mit unserer Präsentation überzeugen. Wir haben zwar grundsätzlich in unserer Branche als solches nur sehr wenige Fachmessen als solches zur Verfügung. Klassische Hausmessen wären auf der einen Seite das Beispiel, die Drupa natürlich das andere, aber die Druck und Form hat sich als solches in den letzten Jahren als eine doch sehr, sehr kleine, aber feine regionale Entscheiderfachmesse für uns bewährt. Für uns ist es die 16. Teilnahme an der Druck und Form. Wir haben alles mitgemacht mit Höhen und Tiefen. Wir haben uns gefreut, wir haben uns nicht gefreut. Und dieses Jahr freuen wir uns im Großen und Ganzen, weil es doch deutlich besser ist wie im Jahr 2012. Wieder erwarten. Wir haben von vornherein für uns die Teilnahme nicht in Frage gestellt, weil es ein Schaufenster ist, um unsere Kunden zu treffen, die alle hierher kommen. Und wir können Lösungen anbieten und zeigen. Die Druck und Form besticht mit einem breiten Ausstellungsangebot, zum Beispiel mit Druck- und Media-Vorstufe, Software, Systeme, Web-to-Print, Digitaldruck, Offsetdruck, Druck- und Papierweiterverarbeitung, Verpackungsdruck und mit den Neuheiten der Branche 2014. Beim äußerst kompetenten Fachpublikum punktet die Druck und Form durch geballte Information und individuelle Beratung. Mit der stetig steigenden Nachfrage der Besucher nehmen die Themen Digitaldruck und Large Format einen besonderen Schwerpunkt ein. Das attraktive Zusatzangebot der Druck und Form ist einzigartig und bietet für die Besucher jede Menge Anregungen und Lösungen für die alltäglichen Herausforderungen im heimischen Betrieb. In der beliebten Print Factory Academy widmen sich ausgewiesene Top-Referenten den aktuellen und praxisrelevanten Themen der grafischen Industrie. Auch die Media Lounge nimmt wieder einen festen Platz ein. Sie lädt die Besucher ganztägig dazu ein, die Referenten persönlich kennenzulernen und die wichtigsten Themen der Print Factory Academy in lockerer Atmosphäre zu vertiefen. Nach ihrer erfolgreichen Premiere ist auch die Print Factory Tour wieder im Angebot, bei der die Fachbesucher entlang eines Workflows an ausgewählte Messestände begleitet und ihnen ganzheitliche Lösungsansätze präsentiert werden. Das ist ja ganz einfach. Dazwischendrin kann man dann weitere Aktivitäten mit reinbringen. Das können wir ja jetzt auch vor, oder? Die 20. Druck und Form 2014 findet vom 8. bis 11. Oktober in der Halle 6 der Messe Sinsheim statt.